Hallo, herzlich willkommen zum Satiregipfel. Heute mit Sandra Bullock, Brad Pitt, Florian Silbereisen und Willy Milovic. Viel Vergnügen. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin noch ganz verwirrt. Ich glaube, der Taxifahrer, der mich gerade hier hingebracht hat, war das nicht Rainer Brüderle? Egal. Herzlich willkommen zum Satiregipfel, dem ersten nach der großen Bundestagswahl, dem großen Sieg der SPD. Aber was die SPD offenbar völlig überrascht hat, sie braucht einen Koalitionspartner. Das war plötzlich eine Diskussion, hatte keiner mit gerechnet. Das Volk ist für eine große Koalition, aber muss man immer das Volk fragen. Die SPD fragt ja persönlich lieber ihre Mitglieder. Das ist gut, wahrscheinlich wäre die ganze Demokratie für die SPD erheblich einfacher, wenn man nur ihre Mitglieder befragen würde. Eine Mitgliederbefragung wäre eigentlich auch mal was für die FDP, oder? Die Älteren erinnern sich noch möglicherweise an die FDP. Wenn die ihre Mitglieder befragen, da kann man sich in einer Telefonzelle treffen irgendwo. Bei der FDP könnte ja auch eine Mitgliederbefragung mal 3-2 ausgehen oder so. Das ist spannend. Woran man erkennen kann, dass der Liberalismus im Grunde tot ist. Was ich auch irgendwie schade finde, weil die Idee der Freiheit an sich ist ja nichts Schlechtes. Vielleicht kann es aber auch gar keine richtige Freiheit geben, wenn Freiheit am Ende bedeutet, dass einer wie Philipp Rösler Wirtschaftsminister werden kann. Das ist ja absurd. Aber ist das nicht gerade Demokratie, wenn jeder alles kann? Gut, da muss man ehrlicherweise sagen, da hätte es auch ein Schimpanse machen können. Oder ein ja. Vielleicht wird es jetzt ein Schäferhund, falls es einer aus der CSU wird. Ich glaube, Philipp Rösler wird es nicht mehr. Wahrscheinlich, angeblich gab es im Bundestag schon die Durchsage, der kleine Philipp möchte aus dem Kabinett abgeholt werden. Die FDP wollte ja die Partei der Freiheit sein, einer uralten Idee. Sie kennen dieses Bild der Freiheit, Delacroix, großer Maler, die Freiheit führt das Volk, da mit der Fahne in der Mitte. Das ist übrigens nicht Rainer Brüderle, der hat größere Brüste. Das ist die Marianne, die französische Verkörperung der Freiheit. Ist eine Frau, während bei uns die Frau nicht die Freiheit verkörpert, sondern die Unterdrückung. Frauen beklagen sich ja oft, dass sie es nicht in Spitzenpositionen schaffen und dann am Ende müssen sie Bundeskanzlerin werden oder sowas. Für ein Gehalt, da hebt ein Investmentbanker nicht mal den Arsch für aus dem Bett. Steinbrück hat sich ja beklagt über das zu erwartende Kanzlergehalt, aber Frauen arbeiten dann für solche Beträge eben. Deswegen gehen Frauen eben auch eher in Pflegeberufe. Frau Merkel interpretiert den Job der Kanzlerin ja auch irgendwie als Pflegeberuf, als Pflegerin des Volkes. Sie sagt dann auch dem Volker, ja, das kriegen wir schon hin, wenn du immer brav deine Tabletten nimmst. Männer können das gar nicht so einfühlsam. Gucken Sie sich den Steinbrück an. Er war ja jetzt nicht der Inbegriff der Einfühlsamkeit. Jetzt sagt er sich vielleicht auch, wäre ich mal vielleicht ein bisschen charmanter gewesen, aber hätte, Fahrradkette. Ja, was Steinbrück übersehen hat, war, der Kanzler sollte kein Berserker sein, sondern ein Diplomat. Und Steinbrück war in etwa so diplomatisch wie, sagen wir mal, Jürgen Klopp. Ja. Wobei ich glaube, Steinbrück ist nicht in der Lage, seinen Kiefer nur mit Muskelkraft aus den Scharnieren zu drücken. Aber der Vorteil vom Klopp ist, er ist sympathisch. Es war auch nicht leicht für Steinbrück. Diese ständige
lügen müssen. Nicht? Er wäre es wirklich, nein, echt, total ehrlich, Sozialdemokrat. Das hat ihm ja keiner geglaubt. Nicht? Aber Frau Merkel war auch einfach nicht zu schlagen. Sie versprach weitere 4 Jahre. Nix. Und das war ja mehr, als der Wähler erwartet. Ne? Naja. Unsere Bundespflegekraft wird jedenfalls wieder kein Mann. Ne? Und auch sonst sind ja überall immer mehr Frauen. Ne? Das entspricht der Norm. Unsere ganze Gesellschaft ist ja indessen so, dass alle Normen weiblich sind. Man soll einfühlsam sein, sich kümmern, sich sorgen. Ne? Das waren früher feminine Tugenden und heute gilt das für alle. Ne? Wenn männliche Konfliktlösungsstrategien unerwünscht sind, wenn ich so auf die Fresse hauen oder so, wird nicht gern gesehen. Weder im Kindergarten noch im Bundestag. Ne? Obwohl es schon auch lustig wäre, wenn die den Koalitionsvertrag ausprügeln würden. Nein, man verhält sich weiblich heutzutage. Es kommt einfach nicht gut an, wenn sich ein Kerl heutzutage wie ein Kerl benimmt. Ne? Beim Geschäftsessen da erstmal anständig rülpst, ne? Und dann sagt, scheiß die Wand an, geiler Fraßmann, kommen die Weiber. Ne? Das kommt nicht. Was ich persönlich auch gut finde, wenn man das unterlässt, weil, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich bin lesbisch. Naja. Es wäre vielleicht auch eine Lösung, statt Quotenregelung, dass man einfach auch die Männer als Frauen zählt. Ne? Denn im Grunde sind sie das längst. Den Frauen zuliebe wollen sie Frauen sein. Ne? Frauen wollen ja Männer, die weiblich sind im Grunde, also zuhören, mitfühlen. Ne? Also im Grunde wollen Frauen eine Frau gefangen im Körper eines Profiboxers. Ne? Das ist schwierig zu finden. Ne? Ja, ne? Das ist so, wie wenn man einen Hund sucht, der ins Handtäschchen passt, der aber notfalls auch mal einen Einbrecher verschluckt. Ne? Das ist schwierig. Ne? Das ist für Männer nicht immer leicht zu begreifen. Aber Gott sei Dank haben wir einen Experten in Sachen Frauenverstehen hier, Thorsten Sträter. Warum samstags mein Lieblingstag ist. Samstags hat meine Freundin mich verlassen. Spontan. Und ich weiß nicht nur nicht, woran es lag. Ich hatte auch durch den Umstand, dass ich mich für eine knappe Woche zum Xbox-Spiel in mein Mehrzweckzimmer zurückgezogen hatte, nicht mitgekriegt, dass sie überhaupt weg war. Vielleicht habe ich zu sehr geklammert. Soll jetzt auch keine Rolle spielen. Ich kam also aus dem Zimmer hervor und ein nicht unbeträchtlicher Teil der Möblierung war nicht mehr da. Kurz darauf fiel mir auf, dass auch der Rest fehlte. Katze, Freundin, weg. Ich fand einen Zettel. Ich bin weg. Das musste der Wahrheit entsprechen. Meine Kurzinventur hatte mir ein Ähnliches ergeben. Ich steckte mir eine Zigarette an. Dann, plötzlich, brach ich zusammen. Erkannte alle meine Fehler und schwor, es wieder gut zu machen, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Und ich zog es durch. Änderte mich von Grund auf, wurde in vieler Hinsicht besser. Sensibler, offener für die doch so offensichtlichen und wichtigen Belange der Frauen. Nachdem ich irgendwann diesen schmerzhaften Prozess mit all seinen Konsequenzen verarbeitet hatte, drückte ich die Zigarette aus und ging ins Wohnzimmer. Auch hier, Fernseher da, Untertisch weg. Was für eine Frechheit, sie hätte ruhig mal anklopfen können. Immerhin hatten wir uns geliebt und da sollte sich die Frau des Lebens nicht von Türschildern wie Klopfen, Kopf ab, daran hindern lassen. Ist ja auch egal, jedenfalls war sie weg. Das war ein Samstag. Ich beschloss dafür aber an einem Samstag etwas für meine Autorenkarriere zu tun, spazierte zum Buchladen und bestellte Bücher von mir, weil dieses Traditionshaus meist keines vorrätig hat. Ich ordere dann meine eigenen Sachen unter falschem Namen, hole die Bücher nie ab und die wandern ins Regal. Und warten. Guten Morgen, sage ich. Haben Sie diesen Bestseller? Welchen meinen Sie? Fragt die Dame im Buchladen. Dieses Superteil. Ich komme nicht drauf. Ah, lächelt sie. Die Wanderhure. Nee, sage ich, die habe ich alle gelesen. Die Wanderhure, die Rückkehr der Wanderhure. Zwei Wanderhuren wie Pech und Schwefel. Bonusmeilen für die Wanderhure. Alles eigentlich. Komplettes Sortiment. Der Autor, den ich meine, heißt irgendwas mit Trä. Fängt mit S an, glaube ich.
und hört, wenn ich mich recht erinnere, mit Teer auf. Später, fragt sie? Sträter, sag ich, genau. Sie runzelt die Stirn. Kenn ich so nicht. Lernst du gleich kennen, denke ich. Ich kann mal im Computer schauen, sagt sie. Dann, ja hier, wir hatten mal eins. Ich weiß, denke ich. Vom 2. Juli 2008 bis 26. Januar 2011. Dann hat es irgendwer aus Versehen gekauft. Schön. Bestellen Sie es mir? Eins, fragt sie. 80, gebe ich ruhig zurück. Sie blickt mich an. 4, meine ich. Ich hatte verstanden, Sie wollten meinen Ruhepuls wissen. Also 4? Ja, sicher. Ihr Name bitte? Sinclair, sage ich. Sie sieht mich lange an. Schreibt sich, wie man spricht, sage ich. Sinclair. Mit CK und Doppel-E. Horst. Horst Sinclair? In diesem Moment erfüllt die tönende Stimme meines Arbeitskollegen Helmut die Hallen. Sträter, alte Potsau! Ha, billig. Bestell ich gerade diesen Sträter. Mensch, sowas. Nenn mich Ismael. Wie läuft's? Alle Fußnägel noch dran? Sträter, sagt er tadelnd, hast du gesoffen? Herr Sinclair, fragt die Angestellte. Was? Fragt Helmut. Was hast du denn da für ein Buch? Überbrülle ich die sich unschön klärende Situation und Helmut hält es hoch. Ah, denke ich, wieder so ein Zwitterprodukt. Eine Mischung aus den beiden Genres, mit denen man den Deutschen momentan immer kommen kann. Fußball und Fantasy. Es heißt, der 12. Mann ist der Ball, der 10. ist ein Elf. Die beiden starren mich an. Ich muss was tun. Also sage ich im Ton eines WDR4-Moderators, ich muss mal kacken, Freunde. Die entstandene Wirkungspause nutze ich zur Flucht. An jedem anderen Tag wäre das in die Hose gegangen. Die Supermarktkette Real hat samstags bis 22 Uhr geöffnet. Dort beschließe ich gern meinen Sonnabend, und zwar an der Fleischtheke. Da zumeist nur sehr wenige Kunden anwesend sind, kann man sich ohne weiteres erlauben, mit dem Fleisch zu sprechen. Es tut mir leid, murmle ich, den Blick ins Innere der Fleischtheke geheftet. Es tut mir leid, Kitty. Diesem Satz folgt zumeist die direkte Ansprache der Verkäuferin. Das da, sage ich dann, war Kitty. Sie war meine Kuh. Ich bin mit ihr groß geworden. Ich habe sie geliebt. Morgens, wenn ich mit bloßen Füßen über die taunasse Wiese lief, hörte ich sie schon muhnen. Kitty, meine Kitty. Ich schluchze kurz, habe mich ansonsten aber bemerkenswert im Griff. Die Verkäuferin hebt die Hand, aber ich würge sie harsch ab. Ja, Ihnen bedeutet sie nichts, Sari, ist schon klar. Sie waren nicht dabei, als ich Nivea auf ihre entzündeten Zitzen auftrug. Sie waren woanders, tanzen vermutlich zu Peter Kraus oder irgendeinem anderen Kretin, der nicht weiß, wann Schluss ist. Sie haben schweigend hingenommen, dass Kitty da gar ausgemacht wurde. Vermutlich von einem stumpfen Schlechter, mit dem Sie sich zu trostlosen Schäferstücken in der Kühlkammer treffen, wenn Sie mal wieder das erbärmliche Moon in Ihrem Schädel nicht ertragen. Sie haben es nicht gesehen. Das Glück in Ihren Augen, wenn Sie mich erkannte. Liebe, richtige Liebe, nicht nur ein Instinkt. Da war mehr. Das ist Schwein, sagt die Verkäuferin. Und mir wird klar, dass man auch ab und zu daneben liegt. Aber samstags macht mir das nichts aus. Thorsten Sträter. Ja. Und mit S am Anfang, dann kommt Trä und endet auf Terne. Ich sage Ihnen, das ganze Buch ist derartig lustig. Ich weiß natürlich nicht, ob es so gut ist wie das von unserem Bobbele. Ne? Unser Bundes-Boris, Bum-Bum-Boris mit dem harten Aufschlag in der Besenkammer. Ne? Der hat ja auch ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, haben Sie es mitbekommen? Beziehungsweise, ich glaube, er hat diktiert. Oder es ist in seiner Anwesenheit diktiert worden, so war es. Nein, man hat ihn informiert, dass er ein Buch geschrieben hätte. So war es. Jetzt habe ich es. Beziehungsweise. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist schon seine zweite Biografie. Er hat offenbar mehrere Leben. Ja.
Diesen Zustand nennt man unter Psychiatern übrigens multiple Persönlichkeit, wenn die eine Hirnhälfte nicht mehr weiß, was die andere getrunken hat. Ne? Jedenfalls gibt es jetzt wieder neue Memoiren, ne? Erinnerungen, also soweit er sich erinnert. Und irgendeine arme Sau von der Bild-Zeitung muss das gelesen haben. Ne? Da gab es jetzt einen öffentlichen Streit in der Bild zwischen Boris Becker und Oliver Pocher. Ja, da waren die richtigen Persönlichkeiten zusammen. Und als ich das Bild von Boris dann in der Bild-Zeitung gesehen habe, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, ich habe da nur so beiläufig drauf geguckt und dachte halt, oh, ist wieder irgendwo Quallenplage. Aber es war unser Bumbum. Ne? Ne? Der, ja, so sieht er aus heute, ne? Soweit man davon aussehen sprechen kann. Der übrigens mit derselben Schmuckdesignerin zusammen war wie Pocher, mit der Sandy. Ne? Schmuckdesignerin, so nennt man das heute, das klingt dann nicht so waagerecht. Ne? Jedenfalls Bumbum und Pocher haben sich beide wegen ihrer Ex zerstritten. Dann hat sich wohl noch Kachelmann über Twitter eingeschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Experte für Schmuckdesignerinnen. Und das Ganze musste in der Öffentlichkeit stattfinden, weil Bumbum natürlich sein Buch promoten wollte, in dem er uns erklärt, wie man in einer Besenkammer Kinder zeugt, die schon bei der Geburt so aussehen, als hätten sie ein Alkoholproblem. So. In seinem Buch, ja. In diesem Buch erklärt Boris uns seinen Seitensprung, damals in der Besenkammer. Und wer hätte nicht darauf gewartet? Ich meine, das ist doch wirklich spannend, wenn sich nach Jahren die Archive öffnen und die Weltgeschichte offenbar wird. Und was kam raus? Boris schreibt, der Seitensprung geschah auf der Suche nach Nähe und Geborgenheit. Das kann ich nachvollziehen. Das habe ich auch abends, kennt man doch. Ne? Ich habe das ganz oft, wenn ich Nähe und Geborgenheit suche, gehe ich sofort in die Besenkammer. Ne? Das war, ne? Ja, weil. Was wäre das Leben ohne prominente Vorbilder? Ne? Niki Laudas Leben ist jetzt verfilmt worden, Rush. Heißt der Film Gott sei Dank nicht von Til Schweiger, sonst hätte er auch einen anderen Titel bekommen, wahrscheinlich Einohrraser. Wäre nur ein Vorschlag. Okay. Ja, kann man sehen, es passiert so viel Wichtiges da draußen. Nicht? Was ist alles passiert seit der letzten Sendung? In Ditzingen ist auf einer Apfelplantage ein Emu entlaufen. In Bempflingen hat ein Pilzsammler eine Handgranate gefunden und der Koffer, der stundenlang den Flughafen Düsseldorf lahmgelegt hat, war nicht voller Drogen und Sprengstoff, sondern voll Mehl und Zimt. Kann passieren. Ne? Dass irgendein Tourist aus China angereist hat, hat festgestellt, Mensch, da hast du wieder statt Zahnbürste und Unterhosen Mehl und Zimt mitgenommen. Ne? Wie oft ist mir das schon passiert? Ne? Aber ne? Da lasse ich ja nicht den Koffer einfach stehen, das Arschloch da. Ne? Da ne? Und ägyptische Sicherheitskräfte haben übrigens einen Storch wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. Das Vieh war von Tierschützern in Frankreich mit einem GPS-Gerät ausgestattet worden, um seinen Flug in den Süden zu verfolgen. Und die haben das Tier, das ist jetzt kein Scherz, für eine spionierende Ente gehalten. Ja, wie soll man da als Komiker noch einen draufsetzen? Das ist, ich glaube, da stellt sich wirklich die Frage, ob der Mensch unter diesen Umständen möglicherweise seinen Titel als Krone der Schöpfung verlieren könnte. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Delfine haben uns geistig überholt. Das gilt zumindest für den Mann, wenn die Frau ja ein Mysterium bleibt. Und als solche taucht sie auch immer wieder in unserer Sendung auf. Als Rätsel, als Cassandra oder auch als Caroline. Caroline ist in diesem Fall eine leibhaftige Frau, gefangen im Körper einer Frau. Und als solche berichtet sie uns Männern aus der anderen Welt, dem Paralleluniversum der Femen und Femininen. Caroline Kebekus. Dankeschön. Ja, eine Frau.
auf der Bühne beim Satiregipfel. Kann das gut gehen? Ja, denn was die wenigsten wissen, ist, wir sind ja ganz normale Menschen. Ja, ja, wir denken ganz normal. Gradlinig, wir sind völlig normal. Kein Witz. Es gibt halt nur Gerüchte über uns, ne? Es wird schlecht über uns geredet, oder? Man labert über uns. Ach, die Frauen! Hör mal auf mit der Frau! Ah, 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 ah. Die Frau immer mit der Handtasche und so, ne? Ah, 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 ah. Hör mal auf mit der Frau! Das ist aber so kompliziert, einparken und so. Ah, 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 ah. Mir ist das schon, als kleines Mädchen ist mir das schon unfassbar auf den Sack gegangen, wenn so dicke Onkels so geredet haben. Geh mal bei der anderen Mädchen, ne? Der Onkel muss mal hier noch Zigarre rauchen, ne? Aber ich habe schnell gemerkt, diese Sprüche werden immer witziger, je fetter die eigene Wampe ist. Das hat irgendeinen Zusammenhang, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Geschichten, die sind auch schwer zu verstehen. Die müssten wir vielleicht mal erklären. Also wenn Sie jetzt heute Abend mit einer Frau hier sind, egal ob eigene, geliehen, gefunden, das ist egal. In Pflege, wenn die heute Abend aufs Klo muss, die braucht ja ein bisschen länger, ne? Und da fragen sich ja alle seit Jahrtausenden, was machen die da? Was machen die alle so lange auf dem Klo? Machen die da alle rum oder was? Auch. Aber das geht schnell. Das ist es nicht. Die Wahrheit ist, wenn wir abends weggehen, sind wir immer hackedicht. Wir haben schon vorgeglüht, davon wisst ihr gar nichts. Das heißt, in Gesellschaft am Abend reißen wir uns natürlich zusammen. Wir wollen ja nicht unangenehm auffallen, ne? Also ist quasi das Klo der einzige Ort am Abend, wo wir unseren wahren Zustand mal kurz zulassen können. Wir sind also den ganzen Abend ganz normal. Wir verabschieden uns dann irgendwann ganz normal. Alles klar, ich gehe mich mal ganz kurz frisch machen. Und sobald wir auf dem Klo sind, sobald die Tür hinter uns zu ist, Alter, lass mich am Arsch. Ich bin hackig. Das letzte Mal war schlecht. Boah, ist das für eine geile Akustik hier. Oh mein Gott, ich hab alle immer so lieb. So, komm, wo ist das Klo? Ich muss pissen. Dann gehen wir raus, als wäre nichts passiert. Gut, wir haben vielleicht ein bisschen Klopapier in den Haaren. Aber sonst, das beherrschen wir aus dem FF. Egal ob Kassiererin beim Lidl oder Bundeskanzlerin. Ja, meinen Sie, bei der Merkel wäre das anders? Die weiß sich halt zusammenzureißen. Bei der Wahlsiegparty, da war die doch voll wie ein Eimer. Natürlich, da wurde doch die deutsche Weinstraße rauf und runter gesoffen. Und die hat sich zusammengerissen. Die musste sogar den rotzevollen Volker Kauder ertragen, der neben ihr gesungen hat. Alter, wie diese... Aber die Angie stand ganz cool daneben. Die hat so ein bisschen mitgeklatscht, hat so ein bisschen hochgeguckt, ne? Ich glaube, viele haben gedacht, das wäre der so ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, die hat einfach nur einen Punkt an der Decke fixiert, damit sie nicht kotzen muss. Man hat ihr nichts angemerkt. Aber als sie dann später mit den Mädels am Klo war, ja, bei der CDU gehen ja auch immer alle Mädchen zusammen Pipi machen. Alle, außer natürlich die Christina Schröder. Die ist ja nicht mehr dabei. Die haben sie jetzt auch aus der CDU-WhatsApp-Gruppe gelöscht. Die ist ja als Familienministerin zurückgetreten, weil, Obacht, ihr es nicht gelungen ist, ihr familiäres Leben und ihren Beruf unter einen Hut zu bringen. Ja, da muss ich ja gar keinen Witz mehr zu machen. Das ist in Deutschland halt ein bisschen schwierig. Sollte sich vielleicht mal jemand drum kümmern, oder? Aber die Merkel, alles Paletti, hat eine super Rede gehalten, hat keiner was gemerkt. Aber als sie danach mit der von der Leyen auf dem Klo war, ist alles von der abgefallen. Boah! Uschi, leck mich am Arsch, meine Füße pumpen. Ich muss raus aus den Schulen. Und erinnere mich dran, dass ich dem Kauder gleich noch mein vollstes Vertrauen ausspreche. Der Typ muss weg. Boah.
Und guck mal bitte in meine Handtasche, da muss noch mal das Ombia-Deo von mir sein. Ich riech schon wie so ein Flittchen von Putin. Gib mir doch mal mein Handy schnell. Oh! 800 Anrufe in Abwesenheit, 200 mal angestupst auf Facebook, alles vom Rösler. Ich ruf ihn lieber mal an. So, Fipsi, was ist los? Hier ist die Mutti. Ja, jetzt musst du doch nicht weinen, Philipp. Jetzt beruhigst du dich erstmal, hörst mal auf zu weinen. Ja, ist alles ganz schlimm, aber es wird doch alles wieder gut. Philipp, vergiss eines nicht, du bist doch noch Minister. Hörst du, du hast noch einen Dienst am Lande zu leisten. Und jetzt reiß dich zusammen, du hast noch eine Aufgabe. Also, sieh zu, dass du heute noch deinen Schreibtisch räumst. Dankeschön. Caroline Kebekus. Ja. Ist der Wahltag auch schon wieder vorbei, nicht? Und der Tag der deutschen Einheit auch schon wieder vorbei, nicht? Die Zeit rast dahin, nicht? Was haben wir Kinder uns darauf gefreut, auf den Tag der deutschen Einheit, nicht? Wenn der Einheitshase die Eier versteckt und die Lichter funkeln, nicht? Und dann ist Bescherung und dann kommt durch den Kamin der Finanzminister und holt den Solidarzuschlag ab. Das ist so schön, nicht? Ich liebe Geschenke, nicht? Denn an Geschenken kann man ablesen, wie lange man noch zu leben hat. Der Tod steht auch bei Ihnen vor der Tür, wenn Ihnen die Kinder Tosca schenken. Ja. 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 Junge Menschen fragen sich natürlich, die deutsche Einheit, nicht? Was ist das eigentlich, was wir da so ekstatisch feiern? Nun, liebe Kinder, Deutschland war nicht immer so wie heute. Der deutsche Fußballmeister 1941 hieß Rapid Wien. Ja, gut. Das gibt jetzt einem Abiturienten noch nicht wirklich zu denken. Und als alle Deutschen darüber diskutierten, ob nicht auch noch ganz andere Mannschaften deutscher Meister werden könnten, zum Beispiel ZSKA Moskau, da beschloss die Weltgemeinschaft, Deutschland vom Spielbetrieb auszuschließen. Aber man war doch so begeistert vom deutschen Sturm, dass man sich sagte, Deutschland ist so stark, da soll es zwei von geben. Ne? Gesagt, getan, bis zum Jahr 1989. Da hieß der große deutsche Trainerfuchs Helmut Kohl, ein großer Taktiker, eine Mischung aus Mourinho und Pep Guardiola in Bräsig und mit Adipositas. Und seitdem ist Deutschland nur noch geteilt in Bayern und Borussen. Und nun sind wir auf dem Weg zur Einheitsregierung. Die SPD beansprucht für sich, wenn ich das richtig verstanden habe, 79 Ministerien, weil sie dieses Mal nicht ihr schlechtestes Ergebnis geholt hat bei der Bundestagswahl, sondern nur das zweitschlechteste. Und deswegen geht ihr Sonnenkönig Sigmar, der Dicke, voller Stolz in die Gespräche. Denn er hatte ja den größten Anteil am Erfolg der SPD. Schließlich hat er noch kurz vor der Wahl ein Tempolimit gefordert. Das kommt in Deutschland traditionell gut an. Und die Braut, die zu heiraten Sigmar der Frauengleiche sich auserwählt hat, die heilige Mutter Angela, schweigt. Denn wer schweigt, gilt bei uns oft als schlau. Oft zu Unrecht übrigens, denn Schweigen bedeutet oft nur, dass einer nicht weiß, was er sagen soll. Da wünscht man sich, dass die nächste Generation das Zepter übernehmen möge. Aber auch die gibt nun mal leider keinen Anlass zur Hoffnung. Da können Sie unseren nächsten Gast fragen. Der ist Vater, durfte aber trotzdem heute Abend raus. Und er heißt Lars Reichow. Dankeschön. Guten Abend. Vielen Dank. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber also ich habe Angst um unser Vermögen. Ja? Jetzt sind schon die Einlagen der Atheisten bei der Vatikanbank in Gefahr. Gott weiß warum. Ja? In diesen Zeiten ist es gut, wenn man was Wertvolles zu Hause liegen hat. Gold, Diamanten. Wir haben einen Jugendlichen zu Hause liegen. Seit ein, zwei Jahren liegt er da in einem Sitzsack. Weiß nicht, was wir für den noch kriegen würden beim Pfandleiher. Aber er ist auch nicht mehr im Bestzustand. Aber er lebt. Er lebt. Wir wissen, dass er lebt, weil ab und zu verschwindet Schokolade aus der Küche und das Silberpapier klemmt er dann unter den Sitzsack.
Ja, deswegen wissen wir, dass er lebt. Naja, er macht das schon, also wie gesagt, seit 2 Jahren und aus versicherungstechnischer Sicht ideal, was er da tut, nämlich nichts. Aber wir machen uns natürlich schon Gedanken, meine Frau und ich, was soll mal aus ihm werden? Wir haben beide Angst, dass er eines Tages sagt, ich will eine Ausbildung machen als Sitzsack. Habe ich schon gesagt, das werde ich nicht finanzieren. Ja? Na gut, ich bin sicher, dass er einen Beruf ergreifen wird. Im Moment sieht es wohl so aus, dass es so in Richtung Tiere geht. Wenn man in sein Zimmer reinkommt, dann... Naja, das ist so eine Mischung aus Vogelkäfig und Puma-Gehege. Also vielleicht wird er Tierpfleger. Ja, Tierpfleger, Hühnerpfleger, irgendwas brütet der auch aus. Ja, vielleicht einen Erwachsenen. Hoffentlich einen Erwachsenen. Naja, neulich kam meine Frau und war ganz aufgeregt. Und dann kam sie zu mir und sagte, komm schnell, ich glaube, er steht auf. Und dann sind wir beide hingerannt, haben also sofort alles fallen lassen. Ja? Und wir kamen ins Zimmer, er war da, wie immer. Ja? Und tatsächlich hat er sich auf dem Sitzsack hat er sich so hochgebockt. Ja, hat er sich so hochgebockt. Wir beide standen im Türrahmen. Jetzt kommt er, jetzt geht's los. Und hat er sich so hochgepumpt und dann hat er aber nur einen fahren lassen. Der Stinker. Habe ich schon zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, was da noch in dem Sitzsack alles drin ist. Da müssen wir einen Kammerjäger kommen lassen. Mensch, wenn er wenigstens mal Fußball spielen würde. Ich weiß gar nicht, ob er noch so lange stehen kann. Meine Frau sagt immer, kümmer du dich um ihn, er kommt nach dir. Tja, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ja, ich habe gerade zuletzt habe ich so eine Pappe ausgeschnitten, so einen Rahmen, so einen Monitor, ja, so YouTube-artig. Und dann habe ich mit den Rahmen so übergestülpt und bin ins Zimmer rein. Ja. Hey, du Sack! Ganz moderne Ansprache. Komm raus aus deinem Vogelkäfig, sonst schicke ich dich ins Internat. Sonst kommst du auf die Odenwaldschule. Oh, da gingen aber die Finger hoch. Da hätte er um ein Haar hätte was geredet. Naja, und dann war ich noch in der Schule, dann war ich bei Schulpsychologen. Ja, ich hatte Termine bei Elternbeiratsvorsitzenden, also ausgewählten Experten. Weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Ich ahne es. Und die haben alle gesagt, ganz behutsam, ganz behutsam. Auf keinen Fall überfordern den Jungen, sonst blockiert er. Und da habe ich überlegt, wo soll denn der noch blockieren? Wo soll der denn noch? Kann man höchstens noch einen Sack von oben drüber stülpen. Also. Und dann habe ich mir so ein paar Sätze von dem Psychologen habe ich mir dann rausgesucht, ja, war ganz einfühlsame. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe vorher noch eine E-Mail geschickt, dass ich komme. Und bin ich rein in das Zimmer und ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Ich bin rein und ich habe total rumgebrüllt. Ja? Was glaubst du eigentlich? Deine Mutter und ich, wir reißen uns hier den Arsch auf. Wir rödeln im Haus herum. Wir putzen den Garten. Wir burnen hier regelmäßig out. Wir dämmen das Haus, damit ich hier rumbrüllen kann. Und alles nur, damit du da in deinem Vogelsandsack vor dich hin vegetierst. Da bin ich raus, um nachzuatmen. Und dann hat er erst die Stöpsel rausgezogen. Da hat es richtig so pff gemacht. Weil der eine war wohl schon länger drin. Ja. Und dann hat er aber geredet. Also erst hat er mich angeguckt, minutenlang hat er mich nur angeguckt, als ob ich der letzte Depp wäre. Und dann hat er ganz langsam hat er den Mund geöffnet und hat gesagt, bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Und dann bin ich total ausgerastet. Dann bin ich raus aus dem Zimmer. Aus Sicherheitsgründen bin ich raus aus dem Zimmer. Und habe ich überlegt, so, jetzt nehme ich den iPod Nano weg, den iPod Touch nehme ich ihm weg, den iPod Classic nehme ich ihm weg, das MacBook nehme ich ihm weg, ich zerschneide ihm das WLAN. Und dann bin ich wieder rein und habe gesagt, bis auf Weiteres hast du Stubenarrest. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Lars Reichow.
Ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Heißt der Shutdown in den USA eigentlich, dass da jetzt niemand meine Mail liest? Kann das sein? Das ist ja schrecklich. Sind die jetzt praktisch wehrlos möglich? Weil wenn der jetzt Ahmed Mohammed mit dem Sprengstoffgürtel ins Pentagon spaziert, der ist doch vollständig irritiert, wenn er nicht mal ein Portier ist. Das ist wahrscheinlich nicht mal jemand, der sagt, die Putzkräfte haben unbezahlten Urlaub, wenn sie sich bitte draußen in die Luft sprengen könnten. Auch die NASA ist stillgelegt. Hoffentlich kommen jetzt keine Außerirdischen. Das wäre peinlich. Wenn da jemand extra aus der fremden Galaxie anreist und kurz vor der Landung noch durchklingelt, um Bescheid zu sagen, dass wir schon mal Kaffee machen sollen und so, dann meldet sich da bloß eine Stimme. Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Naja, komm. Bei uns ist ja auch im Grunde Shutdown. Wir haben ja auch keine Regierung. Nix. Aber eigentlich auch wurscht. Hat ja die letzten 4 Jahre auch funktioniert. Ja, also. Ja. Ja, Mensch, was war noch? Ne, der Klimawandel ist zurück. Ne, der IPCC hat seinen neuen Bericht vorgelegt und der besagt, was stand drin? Es wird wärmer. Langfristig. Kurzfristig wird es erstmal kälter, aber das liegt am Herbst. Aber mit den kurzfristigen Vorhersagen haben es die Klimaforscher nicht so wirklich. Die Welttemperatur stagniert ja seit 15 Jahren, kam raus. Und da gab es kein einziges Klimamodell, was das auch nur in irgendeiner Form vorausgesehen hätte. Was nicht heißt, dass die Modelle falsch gewesen wären. Nur die Realität hält sich nicht immer an die Ergebnisse. Beziehungsweise es kommt ja auf den langfristigen Trend an. Der ist für Wissenschaftler erheblich leichter vorherzusagen, schon weil man das Ergebnis im besten Fall nicht mehr erleben wird. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich zweifle nicht daran, dass wir einen Klimawandel haben, den gibt es, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich frage mich nur, wenn die mir heute immer noch nicht sagen könnte, wie das Wetter in 2 Wochen wird. Wie die mir dann den Meeresspiegel in 100 Jahren in Zentimetern ausrechnen wollen. Und und selbst wenn es 50 Zentimeter werden oder der Worst Case, 80 Zentimeter im Jahr 2100, dann haben wir jetzt noch etwas mehr als 86 Jahre Zeit zum Deichbau. Das ist jetzt auch kein Spaß, aber auch kein Grund, gleich die Weltwirtschaft abzuschaffen. Zumal sich die internationale Gemeinschaft sowieso, glaube ich, eher anderweitig interessiert. Außer uns interessiert das doch keine Sau. Ich glaube nicht, dass der Chinese große Klimasorgen hat. Der verbrennt die fossilen Brennstoffe im Stau. Oder im Nahen Osten ist der Klimawandel nicht das Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass die bald klimaneutrale Sprengstoffe benutzen. Wir machen uns Sorgen ums Wetter, weil das bei uns Tradition ist. Das Nachdenken über die große Welt, die großen deutschen Philosophen, die Metaphysiker, Willy Milovic, der ja damals eher gelassen auf den Klimawandel reagiert hat, als er vom Existenzialismus beeinflusst, sang: Was sagen wir? Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Da stellte er dem gegenüber den Gedanken der Erlösung. Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Engländer fort. Im Grunde geht es immer um den Einzug ins Paradies. Was bei uns im christlichen Abendland ja viel einfacher zu erreichen ist, als beispielsweise im radikalen Islam, da im Nahen Osten. Da sprengen sich die Leute in die Luft, um dahin zu kommen. Wir pflegen den sakralen Ritus des Saufens. Das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, dass an praktisch jedem gewaltsamen Konflikt auf dieser Welt Islamisten beteiligt sind. Zu wenig Alkohol. Das ist es. Wenn man trinkt, ja, da. Da klatschen die Säufer. Nein, wirklich, ich meine das ganz ehrlich, das ist zu wenig Alkohol da im Nahen Osten. Wenn man trinkt, da sagt man auch schon mal, oh, geh du mal vor, ich habe noch einen. Saufen ist friedlich und ich bin ein großer Freund des Friedens. Wie auch unser nächster Gast, Andreas Rebers. Ich
bin auch ein Mensch, der zum Beispiel ohne Spaß zu haben viel Alkohol trinken kann. Und Klimawandel ist auch gut, weil Erderwärmung, das heißt weniger Heizkosten, weniger CO2. Also es ist auf jeden Fall immer gut. Ich komme von einer kleinen Feierlichkeit. Wir hatten Polterabend in München auf dem Oktoberfest. Frau Dr. Merkel ist auf Brautschau. Amüsanter Gedanke, wie ich finde. Stell mir das gerade so vor, wenn sie so mit ihrem Brautkleid neben der Braut steht. Dann hat sie auch einen Brautstrauß. Und dann werden sie ja eingesegnet, vollstreckt wird die Ehe von Pastor Gauck. Und die Grünen streuen die Blumen. Nein, halt. Die Blumen streuen die Grünen. Es geht ja beides. Das geht sowohl als auch. Und vielleicht fangen sie einen Brautstrauß. Ich habe mir erlaubt, einen Hochzeitstanz zu komponieren. Ich habe mich allerdings nicht an ayurvedischer Entspannungsmusik orientiert. Okay. Sicherlich Lieder gibt's viele wie diese, doch dieses Lied hier ist nicht sehr präzise. Ich singe für mich und gleich auch für Sie schon ein Lied über die Koalition. Die Kanzlerin drückt noch ein bisschen den Preis. Der Vorhang geht auf für die Sau auf dem Eis. Im Wahlkampf wird gegen den anderen gepoltert, gemeinsam dann in die Regierung gestolpert. Dort sucht man dann den gemeinsamen Schwerpunkt, was ziemlich schwer fällt, weil immer wer querfunkt. Hoppala, da. Hoppala, da geht es drunter und drüber. Und auch bei mir sind manchmal ein paar Silben. Hoppala, ein paar Silben über. Kanzlerin, das bleibt sicher Frau Merkel. Aber wer schlachtet zuerst seine Ferkel? Da das Betreuungsgeld hier Mindestlohn, das wird dann Mindestgeld und Betreuungslohn. Wer rettet den Euro? Wer rettet die Banken? Wie lange kann ich für mein Geld noch tanken? Wer zahlt Renten und die Pension? Oder erledigt das die Inflation? Ha! Zum Beispiel sagen wir mal, Pflegenotstand, das wäre ein Thema, aber nicht zu erwähnen, ist sicher bequemer. Als Pflegefall fällst du schnell aus der Form raus, das ist dann ein Fall für das deutsche Reformhaus. Hier und da gibt es ein bisschen Empörung, Volksmusik als Herzrhythmusstörung. Haha, das war ein Witz, wann kommt der Lacher? Und dann der Kabelbrand im Herzschrittmacher. Wer etwas verspricht, der gibt ein Versprechen. Aber Versprechen zu brechen ist kein Verbrechen. Vielleicht haben Sie sich auch nur erbrochen und ins Versprechen oder sich versprochen. Im Norden wird's leiser, im Süden wird's laut. Die Bayern sind heiser. Wann kommt die Maut? Regieren ist schwierig, regieren ist teuer. Irgendwann erhöhen sie doch. Leck mich doch am Arsch, ey, du. Was? Lustigerweise ist Politik genauso taktlos wie diese Musik. Hoppala! Andreas Rebers. Und das war's. Das war's schon wieder, oder? Ich glaube, das war's. Das war der Satiregipfel mit Andreas Rebers, mit Caroline Kebekus,
mit Thorsten Sträter und Lars Reichow. Und unserem Gastgeber Dieter Nuhr.